Mein Name ist Sebastian Christoph. Ich habe mein Abitur gemacht hier in Duballe-Kirchhain. Bin dann nach Berlin gegangen, habe studiert, war dann im Ausland und bin jetzt Wirtschaftsgeograf im Master. Der Weggang war die Möglichkeit zu studieren. Die ist hier in Finsterwalde und Duballe-Kirchhain nicht gegeben. Deswegen habe ich mich entschieden zwischen Dresden und Berlin. Und es wurde dann Berlin, wo ich dann 10 Jahre gelebt habe. In Berlin hat man ja viel mehr Erreichbarkeit, also man kann immer einkaufen gehen, hat das Angebot, was man möchte, immer. Es gibt immer alles an Angebot und hier in Finsterwalde machen halt die Läden früher zu. Klar, am Wochenende ist weniger los, was ich aber genieße, was ich ganz gut finde. Dann hat es mich aber doch noch mal ein bisschen getrieben und dann bin ich nach Amerika gegangen, habe da noch mal ein halbes Jahr gelebt und habe dann da die Entscheidung getroffen, dass ich schon sage, Großstadt ist gut und schön, ich möchte aber tatsächlich in der Region hier wieder was bewirken, was machen. Und habe dann Steffi auch kennengelernt und dann fiel der Gedanke, Mensch, ich glaube, du bist in Finsterwalde besser aufgehoben. Das Freundesnetz ist größer, die Familie lebt hier und ich konnte mir hier meine Zukunft eher vorstellen als in Berlin. Und da birgt sich dahinter, dass ich jahrelang schon fotografiert habe und Steffi jahrelang schon Stylistin war und ich nicht so gut Stylistin machen kann und ich damals noch besser in Fotos war. Und wir dachten, eigentlich ist das noch eine Nische, dass man eigentlich ein Paket bei uns buchen kann, dass man alles drin hat. Styling, Beratung, Kreativität und Fotografen. Da steckt dahinter die Namensgebung, wie es bei jedem Namen, bei jeder Band, bei jeder Firma ist, die kam irgendwann so aus dem Nichts und danach bauen sie, ja, mir und mich, angelehnt an die mir und mich Verwechslung hier in der Region, die öfter mal passiert, fanden wir das eigentlich einen ganz guten Namen. Wir hatten Anlaufpunkte wie zum Beispiel die Comeback-Initiative, wo sich ja so Menschen finden. Es gibt hier das Neopreneurs-Netzwerk, da bin ich und auch Steffi mittlerweile auch sehr aktiv drin, was so ein Neuunternehmer-Netzwerk ist, wo sie sich treffen. Also da ist man gut aufgehoben und kann sich gut vernetzen. Es gibt hier viele, viele junge Menschen, Familien. Das merkt man an den Kunden, die wir haben, an den Menschen, die hier reinkommen, die hier langlaufen. Also ja, unbedingt Finsterwalde besuchen, ja, Südbrandenburg besuchen und merken, dass hier tatsächlich gerade in den letzten 3-4 Jahren eine Menge passiert. Also ich finde solche Initiativen, Rückkehrertage, Initiativen vor Ort immer sehr gut, weil sich dann wirklich Menschen, die vielleicht schon wirklich jahrelang und vielleicht auch weiter weg als Berlin, wirklich Ausland zum Beispiel, erarbeiten, sich doch eine erste Anlaufstelle verschaffen können, sich informieren können und ich denke, da gibt es ein sehr schönes Bouquet an Angeboten, was es gibt hier in der Region. Sei es Unterstützung durch die Stadt, sei es freie Stellen vielleicht auch oder wie man sich hier selbst verwirklichen kann. Ich denke, solche Sachen wie die Rückkehrtage sind ideal.